Herzlich willkommen zu einer weiteren Reihe unserer Sonderausgabe Einwürfe der Skistammtisch. Wir, das sind Patrick Jochum und Hanna Duscher. Ja, genau, wir zwei dürfen heute uns mit dem Thema, mit was für einem Thema dürfen wir uns beschäftigen, Hanna? Ja, heute sprechen wir mal über das Thema Material. Also es geht da jetzt noch um die Materialauswahl, was ist wichtig von Kopf bis Fuß, und dazu habe ich dankenswerterweise vom Österreichischen Skiverband zwei Experten zugesandt bekommen. Adrian an meiner linken Seite, gleich als Erster. Hallo. Grüß dich, Adrian. Und Martin, eins weiter. Servus, Martin. Hallo. Ja, zwei Experten, ganz, ganz wichtig. Auch ich darf euch recht herzlich willkommen heißen in der Krone-Redaktion. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt. Und Martin, aus deiner Sicht, wir werden ein bisschen so reden, was gibt es für Material, warum ist das wichtig etc. Das werden wir von dir ein bisschen versuchen herauszukitzeln. Und natürlich vom Aktiven, ja, der im Weltcup noch dabei ist, 21 WM Silber erreicht hat im Slalom. Adrian, von deiner Seite wollen wir ein bisschen die Sicht des Experten, des Aktiven, des Profis herauskitzeln. Und ich bin schon ganz gespannt, was ihr denn heute uns denn alles mitteilen werdet. Ja, Martin, als Weltcup-Trainer bei den Herren, was hat man da so für Aufgaben? Boah, ja, schauen, dass alles rund läuft mit der Gruppe. Also ich bin verantwortlich für 6 Athleten, dann die Co-Trainer, Serviceleute, also die sind ja bei uns hauptsächlich von den Skifirmen gestellt, aber eben im organisatorischen Bereich sowie auf der Piste organisatorisch und auch die Trainingsinhalte und Trainingssteuerung bzw. auch die Korrekturen ist Coaching mit in Kombination mit den anderen Trainern und Betreuern. Okay, aber es ist also, wir sind insgesamt 18 Personen mit Athleten und alles, wenn wir die ganze Gruppen benannt sind, also dann ist schon einiges zu tun, dass das alles rund läuft. Ja, das glaube ich. Du und Adrian, was mich noch interessiert hat, welcher Erfolg bei dir war der am gewichtigsten war, der dir am meisten so im Sinn geblieben ist? Ist natürlich die WM-Silbermedaille. Das war bis jetzt mein größter Erfolg und der wird mir auch immer in Erinnerung bleiben und sicher einer bis jetzt der schönste Moment in meiner Karriere auf alle Fälle. Weil du warst. Da muss ich gleich eingrätschen, ja? Und zwar nämlich WM-Silber. Ich kann mir das so schwer vorstellen, ich komme ja nicht vom Skifahren, sondern vom Handball. Man arbeitet ja eigentlich sein Leben lang hin auf jedes Großereignis. Und gerade WM ist ja so ein Großereignis. Erzähl uns ein bisschen ganz kurz so in einem ganz schnellen Zeitraffer. Wie hat es angefangen bis hin, ja, wo du wirklich dann am Treppchen bei der WM gestanden bist? Ja, bei mir ist es im Grunde genommen sehr schnell gegangen. Es ist alles von 0 auf 100 in gut eineinhalb Jahren passiert. Habe lange gekämpft, bin dann 2020 habe ich dann seit langem wieder mal Weltcup-Einsätze gekriegt, hat dann sehr gut funktioniert mit dem Podium und die Saison drauf auch mit relativ wenig Erwartung eingestartet in die WM-Saison. Habe dann für mich persönlich einen ganz okayen Saisonstart gehabt, jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber viele zwischen 10 und Platz 20 Platzierungen, wo ich im Grunde sehr zufrieden war. Dann ist schon langsam die WM vor der Tür gestanden. Ich habe gewusst, ich brauche gute Ergebnisse, dass ich überhaupt dabei sein darf. Habe dann auch ein bisschen Rennglück gehabt, mit einem vierten Platz dann vor dem letzten Rennen vor der WM. War dann durch das ein Thema fürs WM-Aufgebot und dann war es im Grunde ein Trainerentscheid. Sie haben sich zum Glück für mich entschieden, dass ich fahren darf. Ja, und kann man sagen. Ja, und bin dann auch wiederum sicher mit dem Ziel einer Medaille, was bei einem Großereignis immer das Ziel sein sollte, ins Rennen gegangen und überraschend nach dem ersten Durchgang geführt und dann auch nach dem zweiten Durchgang, ja, mit dem zweiten Platz, war schon sehr unglaublich. Sehr coole Story. Vielleicht für mich noch irrsinnig interessant, wenn man weiß, jetzt morgen ist der Tag X. Gibt es da irgend so ein Ritual, das du am Tag davor machst? Wie hast du geschlafen? Wie war so diese kurze Zeit vor diesem Riesenerfolg? Ich habe probiert, alles so zu machen wie immer. Natürlich ist man vom Schlafen gehen nervöser wie sonst. Also bei mir war es zumindest so. Und ich habe mich trotzdem gefreut drauf, weil es mein erstes Großereignis war. Und ja, habe versucht, das einfach ins Positive umzuwandeln. Und ist mir
zum Glück auch sehr gut gelungen. Ja, sensationell gelungen. Vielleicht muss ich nochmal nachhaken. Und zwar jetzt ist dieser kurze Moment, du hast gerade gesagt, erster Laufführender. Ja. Was gehen denn da so die letzten Sekunden durch den Kopf? Bist du da komplett im Tunnel oder sagst du, ich stelle mir schon vor, wie da unten durchfahre und der Einser oder vielleicht nur der Zweier aufleuchtet? Oder an was denkt man? Oder sagt die letzten, weiß ich nicht, die letzten Worte von der Mama, die sagt alles Gute oder so. Wie war es bei dir? Ja, da gehen dann schon viele Gedanken durch den Kopf, auch wie du sagst, wie fahre ich unten das Ziel, scheint der Einser auf, scheint der 10. Platz auf. Mein Ziel war einfach am Start, wenn ich ins Ziel komme, wollte ich, dass ich am Podium stehe. Das war mein großes Ziel. Und natürlich habe ich auch gedacht, ja, was ist, wenn ich jetzt aber am zweiten da einfahre? Dann stehe ich da auf der Seite und ja, habe eigentlich eine riesen Chance vergeben. Und die Zeit am Startum ist sehr lang. Also ich habe der, was vor mir gefahren ist, der zweitplatziert nach dem ersten Durchgang. Den habe ich bis ins Ziel habe ich nachgeschaut. Das waren, glaube ich, 2 Minuten insgesamt mit der Werbepause dazwischen. Das war gefühlt ja ewig lang. Und ja, habe einfach probiert, dass ich da mal Fokus drauf lege, wie geht der Lauf, dass ich das alles im Griff habe. Und ja, wo man aus dem Startteil raus ist, dann ist er sowieso. Dann ist nur mehr die Stangen vor dir und dann muss man das zeigen, was man kann. Und das hast du absolut gezeigt, was du kannst. Gratulation an der Stelle. Danke. Zum zweiten Platz noch einmal. Und deswegen auch ganz wichtig natürlich, damit man Zweiter oder überhaupt aufs Podium einmal fahren kann, ist das Material. Und das ist unser großes Thema heute. Ja. Und Hanno, ich hätte gesagt, wir fangen von oben an, oder? Also starten wir mit. Ich würde sagen, Kopf bis Fuß, oder? Also ja. Starten wir einmal mit dem Helm. Darf ich dann den Experten vielleicht fragen, an der Stelle, was gibt es da für einen Helm oder gibt es da Unterschiede grundsätzlich? Boah, ich glaube, dass die Helme alle prinzipiell sehr ähnlich sind, von den verschiedenen Marken, vielleicht vom Designer ein bisschen anders, farblich anders, also das ist je nach Geschmack, aber sie müssen gewisse Richtlinien erfüllen, dass sie auch homologiert sind sozusagen für FIS-Rennen, dass man die offiziell aufsetzen darf. Also da ist dann hinten ein Pickerl oben, das was dann sagt, okay, FIS approved, glaube ich, sagt es. Und mit dem darf man dann bei FIS-Veranstaltungen an den Start gehen. Ist es im Slalom auch notwendig? Oder kann man da noch schlankere Helme, die nicht FIS-zertifiziert sind, tragen? Im Slalom ist es normal noch so, dass man sozusagen, ja, einen normalen Helm noch immer tragen kann. Also ab Riesentalauf ist es dann so, dass die Helme teilweise aus Carbon sind, um einfach die Sicherheit zu geben, wenn man einmal auf die harten Eispisten aufprallt, dass der da nicht nachgibt. Und im Slalom ist das Tempo ja noch nicht so hoch und deswegen kann man da sozusagen noch einen ganz stinknormalen Skihelm, der wo so natürlich auch die Voraussetzungen gibt, dass er sicher ist. Ja, ich kann mich nämlich noch erinnern, in meiner Vorzeit, als ich noch ein Kind war, da sind die Slalomfahrer teilweise noch ohne Helm gefahren, beziehungsweise mit so einem komischen Stirnband aus irgendetwas, wo ein Mundschutz dabei war. Also das war ganz, ganz interessant. Ja. Aber wichtig, glaube ich, auch jetzt, und ich spreche immer aus meiner Amateursicht, ist ja, nicht jeder Normalsterbliche kauft sich einen FIS-Helm. Ja? Wenn ich dann sage, ich gehe jetzt dann morgen ins Kaufhaus und brauche einen Skihelm, auf was soll ich achten, außer dass ja, wahrscheinlich ein großes gelbes Pickerl drauf ist, wo Reifeisen steht? Oder wie suche ich den richtigen Helm aus? Ja, ich glaube, das kommt dann immer auf das drauf an, was für ein Budget das man hat. Ja. Und natürlich ist Thema Sicherheit. Also ich glaube einfach, dass das schon eine wesentliche Rolle spielt, dass man, wenn man stürzt, das so wenig wie möglich passiert. Und da sollte der Helm dann schon eine hohe Qualität haben. Gell? Aber es ist sicher immer die Kombination, wie viel Geld will ich dafür ausgeben und was für Optionen hat man. Gell? Also ich glaube, dass man da schon sehr viel Geld ausgeben kann. Die Frage ist, ob man es unbedingt muss. Aber ich glaube, dass da schon im Sportgeschäft dann auch die Verkäufer wissen, was die Vorteile und Nachteile von den gewissen Produkten sind. Und
prinzipiell ist sicher mal wichtig, dass man einen Helm hat. Also wir als Trainer im österreichischen Skiverband sind eigentlich auch dazu angehalten, dass man Helm trägt am Berg. Ich habe den Helm immer auf und bin mittlerweile auch froh, weil man weiß nie, man kann jederzeit auch als Trainer herfallen. Und ja, da kann man schon viel vermeiden, wenn man jetzt da, vor allem jetzt da bei uns im Weltcup-Bereich sind die Pisten mit Wasser herkriegt. Da sollte man, wenn man auf den Kopf fällt, schon einen Helm aufhaben. Dann kann man auch die nächsten Tage weiter wenig am Berg Schnee sein. Und viel Eis, gell? Genau, ja. Genau. Aber jetzt sieht man vielleicht immer wieder, gerade so in den großen Skigebieten, wo Familien am Werke sind, da sieht man ab und an die Kinder, die zwar einen Helm brav tragen, ja, aber da ist drunter ein Hauben, ein Stirnbandel etc. Ist das nicht irgendwie, sage ich einmal, da kann ich den Helm gleich weglassen, weil der sollte ja eine gewisse Passform ja haben, oder? Wie siehst du das? Ja, ich glaube, bei Kindern wird wahrscheinlich das Stirnband eben so, dass man über eine Größe längere Zeit drüber kommt, weil ja Kinder okay. schnell wachsen. Ah, das ist der Hintergrund. Und wenn okay. die Geschwister dann nicht ja. Im richtigen Rhythmus ja. voneinander entfernt sind, dann wird es teuer, wenn man jetzt Jahr, vielleicht sogar in kürzeren Intervallen einen Helm kaufen muss. Ich persönlich, aber ich bin jetzt da in der Hinsicht jetzt im nicht der Experte glaubt, dass ein Stirnband jetzt auch nicht so das große Problem ist. Wichtig ist einfach prinzipiell der Helm. Wenn man, der Helm ja, genau. Also ich glaube, vor allem jetzt mit Kindern, wenn die einen Helm aufhaben und stürzen, dann ist die Gefahr einer Gehirnerschütterung um ein Vielfaches geringer. Und wenn man das vermeiden kann, dann soll man es machen. Also ich glaube, prinzipiell ist einfach wichtig, dass man einen Helm trägt, weil Kinder ja da im jungen Alter noch öfter stürzen wie jetzt Erwachsene. Absolut, ja. Ja, mich interessiert jetzt, wenn man nur ein kleines Stück weiter runterschaut zur Brille, gell? Also ich, aus meiner Erfahrung selbst, da, ich glaube, es gibt 100 verschiedene Gläser. Und jetzt aus deiner Erfahrung, bitte interessiert mich, wie wählst du das aus nachher? Jetzt beispielsweise, ist es ein Nachtbewerb oder gibt es da irgendeine Kriterien, wie du nachher sagst, okay, ich brauche wirklich 15 Glasel regelmäßig und die wechsle ich dann durch oder wie funktioniert das? Und ob du die immer mit hast, wäre interessant. ich muss sagen, ich bin noch, ja, ich würde es jetzt faul sagen, aber relativ einfach unterwegs. Ich habe mein gewohntes Brillenglas, was ich großteils die ganze Saison durchtrage. Aber natürlich, wenn jetzt auch so wie bei uns in Schladming Nachtrennen am Programm steht, dann wird es natürlich schon gewechselt. Da haben wir meistens ein weißes Glas, ein durchsichtiges, dass man einfach auch mit dem Flutlicht, dass die Schneekonturen und alles gut erkennen kannst. Und auch vor allem jetzt im Herbst, wo man auf die Gletscher um ist, die Sonneneinstrahlung ist sehr hoch, das blendet gleich mal. Da gibt es auch natürlich die Spiegelgläser, die wo das einfach sehr gut oder sehr gut schützen, sage ich mal, die Augen vor der Sonne und dass man auch einen guten Durchblick hat. Aber ich kenne es auch von Kollegen, die was schon in regelmäßigen Abständen einfach das Brillenglas wechseln, weil da mal ein bisschen ein Kratzer drin ist, was mir persönlich nicht so auffällt, aber ein anderer ist da vielleicht empfindlicher und wechselt das natürlich dann umso öfter. Ich glaube, jetzt abgesehen von den Profis, weiß nicht, wie das die Amateure oder der Autonormalverbraucher sieht, aber ich sehe ganz selten jemanden auf der normalen Piste mit irgendwie, also die Kinder vielleicht, ja, aber sonst Hauptsache muss stylisch sein, oder? Die Sonnenbrille und dann schön, dass man verspiegelt muss es sein. Verspiegelt muss man sehen, genau, dass man dann beim Abriss-Ski das dass den Rausch nicht sieht. Genau. Ja. Nächstes Thema ist natürlich Outfit, Overall Hose. Das glaube ich, können wir unter einen Deckmantel stellen. Jetzt gibt es ja schon Material, das quasi dich nicht schwitzen lässt. Dann gibt es wärmeabweisend, wie auch immer. Da gibt es 100.000 Varianten für den, der ganz normal ins Sportgeschäft geht und sich das aussucht. Wenn ich mir denke an meine Zeit vor ja, 20 Jahren, sagen wir mal, da hat es diesen typischen großen Breiten, diese breite Jacke gegeben und diese Glockenhosen. Warum ist das aus der Mode? Kann man das jetzt also, ich meine, okay, Adrian, bei dir, Rennanzug, eh klar, ja, aber wenn man sagt, okay, wie wähle ich denn jetzt, abgesehen vom Schnitt her aus, das richtige
Ski-Outfit jetzt aus? Also was jetzt an Jacke und Hose oder soll das ein Zweiteiler sein, Einteiler? Wie siehst du das? Boah. Geschmackssache also, wahrscheinlich, oder? Genau, Geschmackssache und ich glaube einfach, wir werden ja von den Firmen ausgerüstet und ich glaube, dem machen sie die Gedanken, wie die Mode sich entwickelt ja. Und produzieren dementsprechend auch unser Quant. Und so geht es dann nach unten weiter. Gell? Also ich glaube, es sind ja die Outfits von uns auch sehr beliebt jetzt dafür junge Rennläufer. Also die kann man dann ja auch kaufen im Geschäft. Und es richtet sich alles so, was oben getragen wird und im Fernsehen gesehen wird. So fährt man dann auch im... Also Nachahmen. So, genau, ja. Ich glaube jetzt da sehr viele Leute, die was jetzt da Ski-affin sind und interessiert sind, Rennlauf interessiert sind, die richten sich nach dem. Aber ich glaube einfach generell, es muss funktional sein. Wobei für viele Nutzer muss ich sagen, also so wie ihr seid wahrscheinlich im Winter beinahe täglich auf der Piste, da muss es gewisse Kriterien geben, sowas wie beispielsweise, dass es Wasser mehr oder weniger dicht ist, so wie man es bei Gore-Tex kennt. Oder dass man halt einfach Funktionalität beim Trainer, dass man Säcke hat und als Rennfahrer willst du halt eher aerodynamisch sein am Ende des Rennanzugs. Ja? Beziehungsweise, korrigiert es mich, aber das heißt, je nachdem, was du für Bedürfnisse hast und wie viel du es nutzt, macht es Sinn halt auch, mehr Qualität beziehungsweise mehr in die Hand zu nehmen für das, dass du genau das hast, was du brauchst. Würde ich schon so sagen, ja, weil natürlich kommt es davon, wo man ein Schönwetter-Skifahrer ist, ja. Dann brauche ich... Vielleicht, wenn ich echt sage, ich gehe nur beim schönsten Meter Skifahren, dann brauche ich nicht unbedingt eine Gore-Tex-Jacke, weil dann brauche ich was, was vielleicht ja, schon warm hält, aber was einfach gemütlich ist. Und wenn man sagt, ja, Wetter ist, kann sein, was von will, ich gehe beim ärgsten Schneefall fahren, gehe Tiefschnee fahren, genau. Dann glaube ich, sollte ich schon eine Ausstattung haben, was mich zumindest trocken hält, was mich warm hält, weil wenn ich dann noch nach dem ersten Mal runterfahren, schon waschelnass drunter bin, glaube ich, dann macht es erstens keinen Spaß und ja, krank wird man wahrscheinlich auch noch. Ja. Mich würde brennend interessieren, man sieht immer den Rennanzug und den gibt es ja von Jahr zu Jahr im neuen Design, aber wie lange brauchst du denn jetzt als Profi, bis du in diesem, also der ist ja hauteng, ja, bis du dich da hineingezwängt hast? Das muss ja, also das muss ja eine halbe Stunde mindestens dauern. Ich sage, bei mir als Slalomfahrer ist es nicht so schlimm. Wir haben glücklicherweise sehr viele Rennanzüge zur Verfügung in so einer Saison zum Trainieren. Ein Rennanzug, der was ein bisschen gemütlicher ist, weil man den halt doch sehr oft anhat. Dann gibt es mittlerweile einen Riesentaler-Anzug, der ist schon um die Spur enger, wo es reinschlüpfen schon ein bisschen schwieriger wird. Und wo es, glaube ich, ganz brutal ist, ist bei den Abfahrtsanzügen, weil bei denen geht es halt dann natürlich bei uns auch um Hundertstel, aber bei denen ist halt dann in einer Hockeyposition soll es möglichst windschlüpfrig sein und da zählt jede Hundertstel und ja. Ich glaube, da kommt man alleine, kommt man da nicht mehr rein. Gar nicht, oder? Dass man da ohne Hilfe. Also da braucht man Hilfe, dass zumindest oft ist dann der Reißverschluss auf der Rückseite, dass der den dann zumacht. Und ja, das ist schon wie eine zweite Haut, also sehr eng. Ja. Und raus auch nicht mehr, glaube ich. Gell? Raus auch sehr schwierig, ja. Das heißt, wenn die Leistung nicht gestimmt hat bei den Athleten, sind ja die Trainer so und sagen, heute probierst du selber raus, kommen. Oder ist das? Nein? Oder ich helfe schon immer? Rein mir helfen, ja. Ja, alles klar. Wunderbar. Kommen wir vielleicht zu einem sehr, sehr wichtigen Thema. Jetzt haben wir, glaube ich, sind wir von oben nach unten unterwegs. Skischuhe. Ja, die Skischuhe habe ich gehört. Ja. Also das ist ja meine Erfahrung, dass das eines der wichtigsten Themen überhaupt ist, weil es meiner Meinung nach, also bitte korrigiert es mir wieder einmal, die Verbindung zwischen dem Sportgerät in dem Moment, auch dem Schnee und dem Körper ist, also die direkteste Verbindung. Ist das auch deine Erfahrung? Und was schaut man da eigentlich auch noch in weiterer Folge? Ja, ist auf alle Fälle sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ja, ich muss auch sagen, ich habe sehr lange gebraucht, bis man da erst einmal draufkommt, wie wichtig so ein Skischuh ist. Von klein auf steht man auf Ski, aber man denkt eigentlich nie drüber nach. Man nimmt den Skischuh, was dann die Eltern gekauft haben, und fährt dann einfach. Und so im Laufe einer Karriere kommt man dann erst drauf, was man für Sachen da ausprobieren kann, was es für Materialien gibt, ob man da vielleicht eine Schraufe einmal nach links dreht oder nach rechts dreht. Und ist sehr, sehr wichtig, und man hat da dann
meistens für jede Disziplin einen eigenen Schuh, weil da oft die Abstimmung ein bisschen anders ist und ja, ist extrem wichtig. Ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen oder noch eine Ebene tiefer. Und zwar, wenn ich jetzt sage, ist klar, die Weltspitze muss dann, die hat zwei unterschiedliche, mehrere unterschiedliche Paar Schuhe, die sie dann zur Verfügung hat. Aber unser einer hat ja für die Saison einen. Wie soll ich den richtigen Skischuh für mich finden? Ja klar, die Schuhgröße muss passen und das ist natürlich wahrscheinlich wesentlich bequemer als so ein Racing-Schuh. Auf was kommt es da drauf an? Sollte der verstellbar sein, höhenverstellbar? Ich weiß nicht, was gibt es da eigentlich alles? Hast du dazu eine Idee? Boah, höhenverstellbar glaube ich jetzt nicht, aber ich glaube einfach, man muss sich immer Gedanken machen, okay, was will ich mehr Tiefschnee fahren, will ich mehr auf präparierte Pisten fahren? Ein Otto-Normalverbraucher, also der fährt gerne auf einer frisch präparierten Piste, wenn er gerne auf Pisten fährt oder im Tiefschnee. Und da kann man sich dann dorthin orientieren. Also da gibt es dann schon eben Produkte, die was auf das spezialisiert sind. Oder man orientiert sich eher Richtung All-Mountain-Ski, glaube ich, gibt es jetzt auch. Also das ist meine Freundin, die ist auch eine gute Skifahrerin, aber jetzt hat mit Rennlauf nichts zu tun. Also der würde ich jetzt empfehlen, einen All-Mountain-Ski, der funktioniert, wenn es einmal schneit, der funktioniert aber auch auf einer präparierten Piste und der funktioniert einmal, wenn es ein bisschen eisig ist. Je nachdem, was man tun will. Also nicht unbedingt den Skischuh nach der Farbe auswählen, nein. Also genau. Muss, ja. Ein bisschen gefallen muss er schon auch. Ja. Oder? Und er muss dann ja entsprechend auch passen. Genau. Ja. Aber wenn ich gern Tiefschnee fahren gehe, dann würde ich mich eher in die Richtung orientieren. Und wenn ich aber gern, einfach prinzipiell gern Ski fahre, egal was für Wetter oder was für Bedingungen, dann ist ein All-Mountain-Ski, glaube ich, für einen mittelmäßigen Skifahrer. Das ist dann so wieder die Neutralposition, unter Anführungszeichen. Du wirst wahrscheinlich neutral draufstehen, du wirst dann eine mittelmäßige Härtegrade haben, also Flexibility, sagt man, glaube ich, beim genau, Skifahren, oder? Genau. Und wirst dann auch dementsprechend den Skischuh so wählen, dass er halt für möglichst eine breite Palette an Bedingungen funktioniert. Mhm. Ja. Nächstes Thema wären die Ski. Endlich kommen wir zu den Ski, gell? Also habe ich schon brennend drauf gewartet. Was haltest du von einem Abfahrts- oder Super-G-Ski für einen Laien? Frage ich ganz salopp einmal. Du fragst für mich, für einen Freund. Danke. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Ja, die Ski, ich meine, früher war es ja keine Seltenheit, dass man mit über 2 Meter Ski rumgefahren ist, aber da war noch... Habe ich noch so einen zu Hause? Genau, ja. Aber da war halt alles noch ein bisschen andere Delierung, anderer Radius, sage ich mal, mit ein bisschen hin und her hüpfen ist es gegangen. Stemmschwung, glaube ich, hat das geheißen, oder? Ja. Bin ich da richtig, Herr Trainer? Gibt es ja Stemmschwung, ja. Und genau. Ja, heutzutage sind halt die Abfahrtski schon schwer zu handeln, also da sollte man schon ein sehr, sehr geübter Skifahrer sein und da war natürlich auch von Vorteil eine breite Piste und vor allem wenig andere Skifahrer, weil sonst wird es halt echt gefährlich. Und ich sage mal so, Genuss ist ja sicher keiner, wenn ich jetzt mit einem Abfahrtski da probiere, kürzere Schwünge zu fahren, das funktioniert. Gar nicht. Nicht mehr. Und ja, also ich als normaler Skifahrer würde da davon abraten, dass ich jetzt mal mit einem Abfahrtski da freifahren gehe. Man, da stellen sich für mich jetzt 2 Fragen. Ich könnte sie womöglich auch selber irgendwie beantworten, aber warum geht das nicht? Was hindert dich daran, dass du quasi einen kürzeren Schwung machen kannst, ist die erste. Und die zweite, was mich natürlich brennend interessiert, das wüsste ich nicht. Wie schnell muss ich eigentlich fahren, dass ein Abfahrtski überhaupt funktioniert? Wisst ihr das? Ich meine, Techniker eigentlich, aber wie viel km/h muss ich fahren, dass man überhaupt einmal nicht einfach umfällt? Ja, weil das ist ja de facto auch irgendwie, wenn du zu langsam bist, dann funktioniert das Ding nicht, oder? Ja, sag mal, da... korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, der Abfahrtsski hat einen Radius von 50 Meter, 45 ja, bis 50 Meter. Ja, ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht, ich bin eher im, aber ja, 50, also, ja. 50 Meter, damit ich abbogeln fahren kann. Ja, Kurven fahren kann, und ich glaube, da sollte man schon an die ja, 90, 100 km/h drauf haben, dass das... Mhm. Also ja, so wie der normale Skifahrer gefahrt, also. Dass da mal eine Kurven funktioniert. Genau, und dann ist halt natürlich, wenn es weich ist, dann wird es... Wird schwieriger sein, eine Kurven zu fahren, wie wenn es hart ist. Da kommt es auch auf den Untergrund drauf an und auf den Gegendruck, was der Schnee bietet. Aber das geht ja im Riesentorlauf und im Slalom auch ähnlich. Aber
Ja, also man braucht ein hohes Tempo und das ist dann meistens jetzt aus Skifahrer, der was jetzt da im normalen, also jetzt da im Park Kleinkirchheim Skifahren geht, wo andere Skifahrer auf der Piste sind, da, das geht sich nicht aus, da wird man viel schnell, das wird dann gefährlich, eben wie der Adi schon gesagt hat. Und da haben wir festgestellt, die kannst du sowieso nicht kaufen, also ist eh wurscht. Ja. Aber jetzt gehe ich ins Skifachgeschäft hinein und sage, ich brauche neue Ski, was sollte mir der Händler, oder auf was kommt es an? Wahrscheinlich, ich bleibe wieder, weil es mir so ins Auge sticht, beim Gelb. Also wenn ich sage, ich hätte jetzt einen gelben oder einen grünen, oder und dann ziehe ich einen so einen Ski und einen, der viel größer ist. Auf was kommt es an? Wie finde ich für mich selber, und ich bin nur ein Durchschnittsfahrer, möchte Spaß auf der Piste haben, wie finde ich für mich selber den richtigen Ski? Was würdest du sagen? Boah, ja, ich würde jetzt einmal, wenn ich jetzt der Verkäufer bin, wie oft fahren Sie Ski, wie oft, also Vorerfahrung, Level ungefähr, und dann das ein bisschen abstimmen und eben wieder fragen, was wollen Sie mehr im Gelände fahren, wollen Sie mehr auf der Piste fahren, ja. Eben die Sachen einmal abklären und dann je nach Level, so wie ich das jetzt einstufen würde, dann einen Ski zu verkaufen. Gell. Prinzipiell jetzt nochmal zurück auch zum Slalom und Riesentorlauf, weil wir vorher von Abfahrtski geredet haben. Und der Adi hat das ganz kurz angesprochen, was ich glaube ich auch ganz wichtig finde, ist die Rennski, weil das wird ich oft gefragt von Kollegen und so, hast du nicht einmal einen Rennski für mich? Gell? Und ich bin dann immer, also mein Rat ist dann immer, ich bin mir nicht sicher, ob das das Richtige ist, weil du willst mit einem Rennski nicht Skifahren gehen. Die sind, wie der Adi schon angesprochen hat, hart, härter wie ein normaler Ski. Und also wenn ich jetzt selber, und ich bin selber einmal Rennen gefahren, kann ganz gut Skifahren, wenn ich jetzt selber irgendwo mit der Familie Skifahren gehe, ich würde keinen Riesentorlauf-Rennski oder Slalom-Rennski anziehen. Da würde ich auch was Leichteres, das was ich im Geschäft vielleicht kaufe, nehmen, weil die einfach vom Handling leichter sind und dann habe ich mehr Spaß auf der Piste. Und grundsätzlich geht es ja um Spaß. Und es gibt dann schon trotzdem Leute, nein, ich will einmal mit einem Rennski fahren und richtig obi rasen und obi treten den Ski. Ja, es ist, ich glaube einfach, dass die Ski für einen normalen Skifahrer nicht gebaut sind. Da gehört sehr viel Erfahrung, es braucht sehr viel Kraft und unsere Athleten, die stehen den ganzen Sommer in der Kraftkammer, die sind einfach Profis und dann alles für das, dass das Material auch dahandeln. Und darum würde ich es auch nicht empfehlen, ein Rennski zu fahren, auch im Slalom oder im Riesentorlaufbereich für einen guten Skifahrer. Gell? Aber du hast da was ganz Interessantes angesprochen, was glaube ich für alle Bürger, die Skifahren, interessant ist, was bewirkt ein steiferer Ski, wird der nachher dadurch, also was ist der Vorteil bzw. Nachteil von einem steiferen bzw. längeren oder kürzeren Ski? Die Länge vom Ski spricht es eigentlich schon selber aus. Mit einem Slalom-Ski fährt man kürzere Kurven, mit einem Riesentorlauf-Ski kann man längere Kurven fahren. Also ich kann jetzt auch mit einem Riesentorlauf-Ski bringe ich keine Slalomkurven zusammen. Also das funktioniert nicht, weil der Ski einfach länger ist, weil der Radius, die Detaillierung, vor allem geschnittene Slalomkurven sagt man nicht her. Gell? Man gerutscht kann natürlich. Für einen nicht so geübten Fahrer kann man natürlich mit einem längeren Ski fahren, aber erstens geht er schwerer um die Kurven, du musst besser am Ski umstehen. Okay. Sag ich mal, da leidet es vielleicht nicht so viel. Beim Slalom-Ski kann ich vielleicht noch ein bisschen schwindeln, dass er die Kurven macht, aber beim Riesentorlauf-Ski muss man da schon, schon gut umstehen, dass er überhaupt die Kurven macht. Und von der Härte vom Ski würde ich jetzt sagen, kriegt man einfach ein bisschen, du kannst mit mehr Druck fahren. Also wenn du jetzt einen wehren Ski hast, dann wird die Kurven eventuell um das länger, und wenn du jetzt ein bisschen einen härteren Ski hast und du bringst die Kraft, was du hast, gut auf dem Ski, dann kannst du natürlich auch kürzere Schwünge fahren und auch sportlichere Schwünge. Mhm. Und was ist mit Laufruhe beispielsweise? Weil das denke ich mal ist auch ein Thema.
Also das ist eben das, ich glaube, ein kurzer Ski bei hoher Geschwindigkeit fängt zum Flattern an, da wird ein langer Ski ruhiger liegen. Und ein kurzer Ski ist aber drehfreudiger. Und wenn man jetzt das Carven erfahren möchte, wird man sich sicher leichter tun mit einem kurzen Ski. Eben, da muss man sich wieder die Frage stellen, will ich eher schnell die Pisten hochfahren, dann würde ich einen bisschen längeren wählen. Wenn ich aber viel Kurven fahre und auf der Kante schieben, das was ja auch super lustig ist, dann ist natürlich ein kürzerer Ski vom Vorteil. Gell? Und da würde ich auch wieder, wenn ich beides tun würde, dann würde ich irgendwas in der Mitte, das ist jetzt wieder Richtung All Mountain, das sind dann, also jetzt ein Slalom-Ski ist bei uns 1,65, ein Riesendorlauf-Ski ist 1,93, also da würde ich irgendwo in der Mitte das machen. Genau, ja, da kann ich beides machen. Aber man muss halt dann auch wissen, wenn man dann schneller wird, das ist jetzt bei mir als Trainer, habe ich auch einen Slalom-Ski, einen kurzen. Ja. Und wenn ich dann aber irgendwo gerade die Pisten runterfahre, dann fängt er gleich einmal zum Flattern an. Gell? Also das ist halt dann der Nachteil von einem ganzen kurzen Ski. Ja, das ist super. Was mir noch fehlt, ist dazu natürlich die Stöcke. Ja? Und ich habe gesehen, viele, auch die Profis, fahren ja mit kaputten Stöcken, gell? Weil die haben so ein S drinnen. Gell? Also das ist, weiß nicht, ob du, also den kriegst, also wenn mir der Verkäufer einen S-Stock verkaufen würde, ja, würde ich sagen, kaufe ich nicht. Ist kaputt. Was für ein Hintergrund? Und mit, vor allem, mit was für einen Stöcke fahrt ihr auch mit gebogenen oder wie schaut es bei euch im Slalom aus? Bei uns ist es eigentlich so, im Slalom, glaube ich, fährt jeder mit geraden Stöcken. Das ist natürlich wichtig, die Größe, kommt davon Körpergröße bei jedem Menschen. Sollte nicht so groß sein, bei uns ist es eigentlich immer so, man gerade steht, Ellenbogen im rechten Winkel, und sollte der Griff so, das soll passen, also er soll nicht zu groß sein, dass die Hände oben sind, oder zu klein, dass sie unten sind. Mhm. Ist das so eine Art Faustregel, dass man sagt, okay, rechter Winkel, und wenn ich am Ski stehe, soll genau, der rechte Winkel sein. Ja. Also nicht normal mit den Flipflops, weil dann wird es auch wahrscheinlich ein paar Zentimeter oben sein. Ja. Okay, also das und ist wichtig. Im Riesentaler fängst du dann schon an. Ich persönlich fahre mit gerade Stecken, aber es gibt auch Läufer, die was mit diesen gebogenen Stecken fahren. Geht es im Grunde auch wieder darum, ja, so wenig Widerstand wie möglich zu haben, Hundertstel aussuchen und in den Speedbewerben ist es eigentlich genauso, wobei dann im Speedbereich dann teilweise schon die Stöcke immer länger werden. Und da geht es auch darum, größtenteils am Start einfach, dass man da volle Kraft hat, dass man da gescheit einen Hebel hat eigentlich. Länger so Langläufer dann eigentlich fast, gell, dass man die richtig lang ausschieben kann. Dass man sich da einfach, weil da auch oft die Starts, sagen wir, nicht so steil sein oder ein flacher Start. Und da ist das natürlich sehr wichtig. Im Slalom zum Beispiel, wo man da zu lange Stecken hat, das ist dann fast im Weg, weil man einfach dann mit der Position eher nach hinten wandert, weil man macht den Stockansatz und dann kriegst du fast einen Rebound. Genau. Ist nicht so gut für die Galerie. Also erinnert mich an Bodie Miller jetzt. Der war ja tendenziell immer so weit hinten, oder? Ja, da immer sehr lange Stecke gehabt. Aber wie gesagt, in der Abfahrt ist es dann nochmal ein bisschen was anderes. Viel wegen, um die Hundertstel zu auserholen, eben die gebogene Stecken und auch um den Start, dass man da einfach gescheit Gas geben kann. Ah, sehr cool. Habe ich nicht gewusst, dass deswegen die längeren Stöcke sind bei der Abfahrt. Ganz spannend, ja. Weil das ist schon ein wichtiges Thema, was der Adi jetzt angesprochen hat. Also jetzt aus Trainerperspektive auch für junge Athleten. Weil da wieder das Thema ist, kaufe ich gleich längere, weil der wächst eh noch, ist natürlich gerechtfertigt, aber im Slalom oder im technischen Bereich, wo der Stockeinsatz eine größere Rolle spielt, sind mehr Schwünge und der Stockeinsatz ja generell ein wichtiges Thema im Skirennlauf ist, ist da dann das Stecken, so wie der Adi vorher gesagt hat, im Weg ein bisschen. Gell? Und die Position verlagert sich nach hinten und das ist nicht ideal. Also das ist bei mir oft, vor allem im Kinderskilauf, also wo ich angefangen habe als Trainer, nachher habe ich mit jungen Kindern, also zwischen 10 und 15, gearbeitet. Und da ist die Stocklänge immer wieder ein Thema, dass die Stecken zu lang sind. Und das der Grund war, dass sie immer zu weit vom Schwerpunkt zu weit hinten waren. Und das ist auch im obersten Bereich oft, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Athleten, der was immer ein bisschen zu weit hinten ist, dann würde ich auch als Trainer mal du, wie lang sind deine Stecken, wo immer mal kürzere Stecken probieren. Und da geht es eher, Slalom da ist ganz gravierend, weil da
da sind ja sehr viele Schwinger, aber auch im Riesentorlauf im Steilhang. Da jetzt ist ja oft, dass man schon auch einen Stockeinsatz macht. Und wenn man dort zu lange stecken hat, dass sich das negativ auswirkt. Also das ist immer zu berücksichtigen, auch im Jugendskilauf, weil da die Athleten noch wachsen. Und dass man das auch ein bisschen im Auge hat. Ist auch für Laien dann nicht uninteressant, wenn du merkst, hey, ich bin immer zu weit hinten, schau einmal auf deine Strecken. Genau. Und auch wenn sie jetzt gerade passen, ist es dann so, dass wenn ich einen kürzeren nehmen würde, dass sie auch dadurch tendenziell immer weiter vorkomme? Wenn dann der Laie, es ist ja auch wieder, wenn ich jetzt gut antauchen will, dann ist halt ein längerer Stockeinsatz Stock wichtig, oder? Aber wenn ich jetzt, also es geht ja dann eigentlich auch wieder ums Skifahren, oder? Und da würde ich demjenigen dann schon raten, probier mal kürzere Stecke, dann tust du ein bisschen leichter, vor allem im steilen Gelände, dass du besser runterkommst. Dann hat er auch mehr Spaß, also genau. So, ja, wunderbar. Dankeschön für eure Expertise und dass ihr die Zeit gefunden habt, da uns Rede und Antwort zu stellen. Und das Schlusswort heute, Hanno, das gehört dir. Oh, danke. Das ist wirklich ehrwürdig. Danke. Also ich bedanke mich, dass ihr zwei da wart. Es war wirklich super, echt spannende Themen. Und ich glaube, da haben wir viel ausgekitzelt aus euch. Und ja, das beste Material nutzt an nichts, wenn man nicht richtig fit ist in die Füße, um das zu beherrschen. Und deswegen machen wir in der nächsten Folge Fitness. Sehr gut, seid gespannt und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Die Krone und ich. Kronenzeitung.